Elbe-Genal. Hauptort und mit rund 900 Einwohnern ist sie die größte Gemeinde des Lechtals. Standort der Fachschule für Kunsthandwerk und Design sowie der Schnittschule Moroda. Interessant ist auch die Wunderkammer, in welcher die Sammlung von Johann Anton Falger und vieles andere zu sehen ist. Ja, herzlich willkommen da bei uns in der Wunderkammer in Elbe-Genal, im Dorf, wie der Lechtler sagt. Unser Haus ist seit 2015 aus dem alten Doktorhaus, haben wir jetzt ein modernes Heimatmuseum. Da haben wir jetzt, wie man im Lechtl sagt, das Gaude, das Elternschlafzimmer. Und da wird vermittelt, warum die Lechtalerin so stark ist. Warum wir eine Geierwalli haben, warum wir eine Anna Tengel haben. Und da haben wir jetzt eine Original-Lechtlerstube mit dem Getafel, mit dem Kachel, mit dem Ofen, mit der Ofenlatte. Und im Zentrum haben wir da wieder eine Frau. Einige Lechtaler seit wohlhabend zurückgekehrt aus dem Ausland. Und die haben dann in der Stube halt mir den Reichtum zeigen und im Glaskasten und hat so bemaltes Geschirr ausgestellt. Und da ist der Begriff Lechtlergeschirr entstanden. Wie zum Beispiel dieses Geschirr ist ganz besonders. Das hat das Napoleon-Wappen drauf. Eine wichtige Einnahmequelle im Lechtl vor 150 Jahren war Flachs. Flachsanbau. Leinen, den Flachs hat man in den ebenen Feldern angebaut und dann zu ganz feinen Garnspulen verarbeitet und mit den Garnspulen ist man auf dem Weg, auf einer Kraxe hat man die rausgedreht ins Alpenvorland und die konnte man gleich einmal verkaufen, das gute Lein. Da haben wir jetzt ein ganz besonderes Stück und zwar das Fahrrad vom Hannes Knittel. Das ist der Bruder von der Anna Steiner Knittel und der Geierwalli. Der hat das Fahrrad konstruiert mit einer Seilzugbremse. Das war seine Entwicklung. Und er hat sehr viele Metallteile. Früher hat man ja Holzfahrräder gehabt. Und das Fahrrad hat er dann nach Brüssel auf die Weltausstellung geschickt. Und da hat er über dieses Diplom, würde man vielleicht sagen, Innovationspreis für die Seilzugbremse und für die Federung und für dieses moderne Fahrrad bekommen. Ja, wir haben jetzt hier das Trachtenkammerle und da sehen wir schon die kostbare Tracht vom Lechtl. Warum haben die Lechtaler Frauen so eine Samt- und Seidetracht? Das haben wir eben unseren Männern zu verdanken. Wir sind im Ausland und kommen auch bis an den Hafen von Hamburg oder Rotterdam und da kriegen sie die Seide am Ballen und kennen den Stoff. Hand bringen und da können die Frauen die Tracht nehmen. Ja, da haben wir jetzt die absolute Festtagstracht im Lechtl, die Schalktracht. Die zieht man bei der Prozession an oder eben zu einem ganz festlichen Anlass. Und da ist das Besondere diese Moree-Seidenschürze und die Seidensamtärmel und dazu gehört ein Hut. Weil das eben die Männer mitgebracht haben. Darum haben wir das fast in jedem Haus. Ist ja Schalktracht, die absolute Festtagstracht, die sind im Lechtlhaus. Das haben nicht nur die ganz Reichen, sondern fast jede Frau hat das gekriegt. Das, und man hat sich noch zusammengetan und das miteinander genäht. Und Sticken, das macht man heim noch. Man kann sie kaufen, man muss sich selber nähen und sticken. Malereien und Zeichnungen von Johann Anton Falger sind im Museum ebenso präsent wie Königin Maria von Bayern.
In einem eigenen Raum wird die reale Person Anna Steiner-Knittel dem Mythos Geierwalli gegenübergestellt. Ebenso sind Bilder, bemaltes Geschirr, Zeichnungen und Skizzen von Anna Steiner-Knittel zu sehen. War sie doch eine begnadete Künstlerin. Mit dem Stück Die Lechtaler Herrgottschnitzer erzählen die Darsteller der Geierwalli Freiluftbühne eine aufregende Geschichte. Grüß dich, Alba. Alba, grüß dich. Was so immer an der Front passiert ist. Der Krieg ist jetzt schon ein paar Jahre vorbei, du musst es hinter dir lassen. Dann feuer deine Figur. Das Kruzifix ist besonders schwer. Ganz anders als das, was in der Schule schnitzen. Wer bist du? Ich bin der Delegat, der Delegat. Jetzt sind Johann. Johann Eduard. Was machen denn jetzt zwei da? Der Schnittschule seid wohl noch ein bisschen zu jung. Naja, eigentlich ist früher bin ich fertig mit der Schule und vielleicht war der Schnitzer. Was hast du da in der Hand? Das ist ja. Mann, der ist ja wunderschön. Von wem hast du denn den? Vom Albert. Du warst beim Albert. So, mein Herr, es habe kein Vormittag noch nur zum Tier. Ich muss noch dringend was erledigen. Wo gehst du hin? Zum Albert. Albert, was willst du da? Ich wollte eigentlich nur. Herr Bischof. Grüß dich, Albert. Ich habe dein Kruzifix gesagt. Geh noch zu mir in die Schnittschule. Es wird dir gut gehen. Du brauchst keine Schnittschule. Ich sag dir alles. Die Messerführung am Sockel ist sehr schlampig. Besser das Haus. Aber ich war doch nicht. Jetzt! Die Messerführung. Ich kann nur mal so gut mit Menschen umgehen. Und außerdem bin ich ja viel zu alt für die Schule. Und ich habe nicht einmal etwas Anständiges zum Anziehen. Ach so, kann ich doch nicht vor den Herrn Direktor Bischof treten. Vergeiz mit Mutter. Johann, was gibt es denn? Lass uns mal was übrig. Ja, Johann, was tust denn du schon wieder da? Du hast gesagt, du kannst nicht ins Tal, weil du nichts zum Anziehen hast. Jetzt hast du was. Zieh den an. Du sollst einen guten Eindruck beim Direktor Bischof machen. Leg den an. Du sollst einen guten Eindruck beim Direktor Bischof machen. Grüß dich, Eduard. Du möchtest also in der Schnittschule besuchen, damit du den kalten Wintermonat auch in Arbeit hast. Was willst denn du da? Das war keine gute Idee. Ich gehe wieder. Es war irgendeine Idee, von dir einmal gut bist. Wenn die Leute nicht wissen, was du für Art bist. Was bin ich denn für einer? Ein armseliger, verrückter Feigling. Weggesperrt herrscht. Warum ist denn dein Hass so groß auf mich? Mir sei doch Brüder. Seine Freiheit mit dem Stich und schon gar nicht sein Vermögen! Halt! Herr Rütti, wir wissen doch gar nicht, was passiert ist. Du? Du verteidigst nur? Der ist heimgekommen, nachdem dein Knall gefällt ist. Das sagt doch alles. Ich tue mir weiter gekämpft, Alter! Ah! Ich hab gekämpft!
Albert, das ist doch der Peppi. Und das bin ich. Das war der Moment. Das war der Moment, 27. März 1942. Ein Schuss aus dem Nix. Der Peppi fällt auf Knie. Wo kommt der Schuss her? Ich suche das Vorderkreuz. Nochmal ein Schuss. Wieder ein Treffer. Meine Schuld. Du hast alles wieder abgesicht. Es war nicht deine Schuld. Vielleicht hat sie recht. Es war nicht deine Schuld. Mach's gut. Mach's besser. Die Pfarrkirche St. Nikolaus befindet sich am Rand des Ortes und ist reich mit Malereien von Johann Jakob Zeiler ausgestattet. Diese sind unter den letzten Fresken, die Zeiler gemalt hat. Der eigenwillige Altar stammt aus dem Hause Moroder. Glasfenster im Chor wird an Königin Maria von Bayern erinnert, die mit Ludwig II. Nach Elbingenalb kam und hier jedes Jahr einen Monat verbrachte. Die Kirche ist Sitz der sogenannten Urpfarre des Lechtals und wurde 1312 urkundlich genannt. Vermutlich 1300 erbaut, erfolgte im 15. Jahrhundert eine Erweiterung. In der Kirche begeben wir uns in das Reich der Toten, im Gebeinhaus, welches das einzige noch erhaltene im Außerfern ist, finden sich die Knochen aus vergangener Zeit. Dies ist auch der älteste Teil der Kirche, vermutlich um 1000 nach Christus.